eine Frau im Frühling träumt, das möchtest du gern wissen. Komm her, sie will dich küssen. Die Luft ist wie voll Geigen, von allen Blütenzweigen das weiße Wunder schneit. Der Frühling tobt im Blute zu allem Übermute, ist jetzt die allerbeste Zeit. Komm her und lass dich küssen, du wirst es dulden müssen, dass dich mein Arm umschlingt. Es geht durch alles Leben ein Pochen und ein Beben, das rote Blut, es sinkt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Programm, was eine Frau im Frühling träumt. Ich darf Sie recht herzlich dazu begrüßen. Bestimmt wird die Frau nicht davon träumen, dass ihr Mann ins Folies Bergère geht. Denn der Wandelgang des Folies Bergère galt als der beste Liebesmarkt der Stadt Paris. Und den haben Ihnen heute die Liebesboten Ihres Landespolizeiorchesters Brandenburg unter der Leitung von Amor persönlich Jürgen Bludowski musikalisch präsentiert. Bitteschön. Bevor wir Ihnen unsere Solistin präsentieren, erst das, was Frauen mögen. Blumenstrauß könnte sein. Ein liebes Wort könnte auch sein. Aber ich habe mich aufklären lassen und habe mir sagen lassen, Frauen lieben ein Vorspiel. Musikalisch ist das natürlich eine Ouvertüre. Für Sie jetzt die Ouvertüre der Frau Luna. Und wir sagen, lass den Kopf nicht hängen. Jürgen Bludowski, Herr Dirigent, gut unterhalten. Thank you.
Thank you.
und Liebe, so hieß der soeben verklungene Walzer. Wenn ich an meine Worte vorhin anschließen darf, was brauchen wir Goethe? Wir haben doch Ute, wir haben Frankfurt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Schön, dass wir heute wieder bei Ihnen hier in Frankfurt sein dürfen. Ute Beckert, Jahrgang. Hat sie mir nur 4 Punkte hingemalt. Vielleicht sagt sie es Ihnen ja nachher, Frau, glaube ich, ihr das sagen. Auf jeden Fall spielte sie im Jahr 2015 in Potsdam die Lotte in Drei alte Schachteln. Und Drei alte Schachteln ist die wohl erfolgreichste Operette von Walter Konkan. Bei den damaligen Proben und Aufführungen war Margarete Kolle dabei, Walter Kollos Enkelin. Und die hat da ordentlich nach dem Rechten geschaut. Hat auch die Gute erzählt. Ich darf Ihnen jetzt 2 Sätze zum Inhalt der alten Schachteln erzählen. 3 junge Frauen hoffen, dass sie endlich geheiratet werden. Doch die Verehrer machen sich überraschend aus dem Staub, ziehen lieber in den Krieg als in die Ehe. Dabei wissen sie gar nicht, wie schön es sein kann. 10 Jahre später sehen sie sich wieder und die brüskierten Frauen von damals foppen nach jedem Strich und Faden ihre Männer. In dem gleichnamigen Refrain des Liedes, welches gleich erklingt, heißt es: Was nützt denn dem Mädchen die Liebe? Sie nützt nichts und bringt auch nichts ein, wenn ohne Verlobung sie bliebe. Geheirat muss sein. Aus 3 alte Schachtel hören und genießen Sie als eine der 3 jungen Schachteln. Ute Beckert mit: Was nützt denn dem Mädchen die Liebe? Und ach Jott, was sind die Männer dumm? Gute Unterhaltung. Alte Schachtel. So.
Vielen Dank für den Applaus für die alte Schachtel. Wenn alle alten Schachteln so aussehen, dann möchte ich gern Mann sein. Anknüpfend an den Liedtext von eben geheiratet muss sein, darf ich den chinesischen Philosophen Lao Tzu zitieren. Heirate! Entweder wirst du glücklich oder weise. Die Eier werden billiger. Die Frauen werden williger, Bub und Mädel sich gleich necken, die Liebe droht an allen Ecken. So mancher schwebt auf Freiers Füßen, hoffentlich muss er es nicht büßen. Vorsichtig geht man auf diesen Sohlen, gar schnell kann man sich kalte Füße holen. Ein Liebhaber lehrt eine Frau alles, was ihr Mann ihr verheimlicht hat. Das sagte Balzac. Ehe ist ja für viele auch ein Fremdwort. Ich kann mich dem nur anschließen, es stimmt. Ehe kommt aus dem Lateinischen, ist die Abkürzung für errare humanum.